Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 5.10.2020. Und unser DAX muss sich langsam ein bisschen entscheiden. Wir sind die ganzen letzten Tage immer wieder am Abend in der Analyse zum Entschluss gekommen: Mensch, das war zum Abend hin gut ausgekontert. Das gibt eine gute Chance oben raus. Ne? Der DAX könnte sich jetzt mal versuchen, oben raus weiter zu versuchen. Und was war? DAX ist am nächsten Tag reingestartet und wir konnten im DAX erstmal nach unten zugucken. So, da haben die einen oder anderen schon geschimpft und haben gesagt: Mensch, die Analyse ist einfach immer zu bullig. Du sagst immer, es steigt und dann fällt es immer. Aber so richtig fallen tut es halt auch nicht halt, ne? Der tippt so oft in Stellen und macht hier so Stück für Stück die Niveaus alle platt. Denn wir sind auch zum Freitag wieder mit der gleichen Situation in den Handel reingegangen, haben auch wieder gesagt, also wenn er unten durchgeht, gerne, dann soll er fallen, dann soll er unter, was haben wir gesagt, 680, unter 700, unter 680 soll er dann eben zur 570 machen. Die 570, 530 rum wäre da recht wichtig gewesen, um dann eben auch nach unten was aufzureißen Richtung 470, 400, 440, ne, so die Ziele. Das ist alles nicht gekommen. Der ist eigentlich sogar schon direkt im Start hier unten gewesen an der 570, sodass man selbst mit einem Short-Trigger nicht wirklich was rausholen konnte hier, außer vielleicht, man hat ihn dann im Tageshandel nochmal bedient. Er ist quasi, also mit Bruch der 700, der 680 nach unten auf die 570, 530 hat sich hier stabilisiert hochgekommen. So, das ist jetzt nicht zu überraschen, das hat man am Vorabend auch. Aber jetzt halt auch komplett hochgerannt halt, ne? Hat das Zeug ausgekonnt halt. Jetzt haben wir wieder eine Tageskerze im Chart, die schon eher für aufwärts spricht. Sie erinnern sich, das war die letzten Tage nicht anders. Auch dort haben wir gesagt, der kann halt nach oben rausgehen, ne? Ich kann Ihnen hier gar nichts anderes mitgeben. Also, wir haben hier unten das 61er Retracement von dieser Aufwärtsbewegung angelaufen. Wir hatten auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass man aufpassen muss, wie der DAX startet, wie er sich nach oben pusht, dass er durchaus sowas versuchen kann, wie am Freitag, also wie die Woche davor, eben nochmal zu replizieren, ne? Dass er jetzt so eine zweite Aufwärtswelle nach oben drücken kann, dass er die jetzt quasi hier nochmal so hochschiebt. Das wäre auch weiter legitim, wenn er denn oben liefert, wenn er denn nicht wieder nach unten startet, wenn er denn nicht wieder sich zurückzieht, sondern sich jetzt hier weiter vorarbeitet. Ich würde dann denken, wäre der erste Punkt hier wieder so um 8,80 rum, 8,60, 8,70. Da hat er die ganze Woche schon, die ganze letzte Woche immer geklemmt. Da wird er auch jetzt bestimmt nochmal klemmen. Dann wäre denkbar, dass es sich schon oben Richtung, ich sag mal 13,50, 13.000 hier so in dem Dreh rum mal reinstellt. Und wenn er sich dort gut anstellt, können er dann zum Dienstag auch diesen Channel nach oben verlassen. Unterhalb ist er weiter in der Bringschuld, halt dadurch, dass er so flach nur zurückkommt, so dadurch, dass er von den neuen Tiefs immer wieder hochgezogen wird, immer wieder hochgedrückt wird und eben nicht wieder ins dynamische Fallen übergeht, muss er halt unten Stück für Stück halt einfach dann die Widerstände rausnehmen oder die Unterstützung, um sich mehr Platz zu machen. Das heißt, bleibt hier weiter wichtig, die 570, fällt unser DAX darunter, wäre dann Platz bis 400, 370 jetzt sogar frei, der Gap Close bei 470 nimmt mich nicht mehr ganz so viel Bedeutung an. Und kleine Unterstützung wird die 650, 640 jetzt von oben zum Montag zumindest, wenn ich mir die Wochenendindikation angucke, ich gucke schnell nochmal schnell drauf, gibt es ja verschiedene Anbieter, die sowas stellen. Ist nicht immer ganz so zuverlässig, ja. Es ändert sich auch oft nochmal eine Stunde vorher, aber es gibt doch immer mal so ein bisschen einen kleinen Touch, wie so übers Wochenende wie übers Wochenende die Stimmungslage ist. Auch auf den Kryptowährungen sieht man das immer ganz gut, ne? Wird Liquidität aus dem Markt raus oder reingenommen. Was ich jetzt hier sehe, sind eher sanfte rote Vorzeichen. Das spricht jetzt nicht für ein massives Abwärtsgap, aber Sie haben es mitbekommen, Trump wurde eingeliefert mit Corona. Sie haben es mitbekommen, wir haben hier ein starkes Abwärtsgap bekommen, eben weil Co Trump auf Corona negativ getestet wurde. Warum auch immer der Markt daraus sich Abwärtsrisiken ableitet, muss man so auch jetzt hinnehmen. Ja, also wenn jetzt da wieder ein Abwärtsgap kommt wegen Trump, passen Sie da auf, ne? Sie erinnern sich. Ich erzähle Ihnen sowas immer mal ein bisschen, ne? Wenn so Nachrichten kommen, die so lächerlich wirken und der Markt reagiert aber fallend darauf, da müssen wir versuchen, dass wir das
ausklammern, die Nachrichten, und dass wir nicht denken, na, wegen der Nachricht muss jetzt der Markt sich in eine bestimmte Richtung bewegen. Das markanteste Beispiel ist noch nicht lange her, ne? Erinnern Sie sich mit der Corona-Kacke hier halt, ne? Hier oben haben wir angefangen, da kamen die ersten Corona-Leute in China und die ersten Corona-Meldungen. Und alle haben gesagt, das ist doch nur eine Grippe, was interessiert es uns denn? Ja, da haben wir auch gesagt, Vorsicht, 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 ne? Wenn das zu unterschätzt wird, aber der Markt so stark reagiert, und der hat ja hier im ersten Moment halt schon relativ stark nach unten reagiert gehabt damals, und auch in den halt völlig falschen Frame hier halt, ne? Das hier war die erste Bewegung von diesem Corona-Zeug, ne? Da hat der Markt unheimlich wach reagiert und alle so, naja, es ist ja nur eine Grippe und wird ja nichts passieren. Ne? Und plötzlich stand es in Europa und dann flupp, 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 konnte man sich gar nicht mehr umsehen. Also versuchen Sie nicht, die Nachrichten so für sich zu interpretieren und da unbedingt so schlau draus zu werden und auch auf das zu hören, was vielleicht auf den großen Nachrichtenblättern steht. Das ist in der Regel immer nur hinterhergetratsche halt. Ne? Das mit Corona, das sollte Ihnen eigentlich das typischste Bild sein. In dem Moment hier oben haben es alle ausgelacht halt. Nur eine Grippe, nur ein bisschen Schnupfen. Warum soll da der Markt fallen halt? Ne? Dann ist er die ganze Zeit gefallen. Da haben alle nur gesagt, naja, ist ja nur ein Schnupfen. Und wann ging es denn los, dass die Leute gesagt haben, Mensch, Corona ist aber schlimm, das wird ja nach jahrelange Folgen wird das für uns haben. Das ist, in der Bewegung ist das passiert. In der Bewegung haben die Leute gesagt, Mensch, oh, Corona ist aber schlimm, oh, jetzt muss ich hier absichern, jetzt muss ich hier Short suchen, jetzt muss ich hier mich drauf rüsten, weil wir fallen jetzt noch auf 5000 Punkte über die nächsten Jahre. Das ist ja alles erst hier entstanden. Und das muss man sich immer mal wieder vor Augen halten, weil die Reaktion war die, und die Reaktion auf, ne, das ist ja alles nicht schlimm, war die. Also was ich jetzt sagen will, ist nicht, dass bei Trump jetzt hier die übelste Flash nach unten kommt, aber wenn der Markt drauf anspringt, dann springt der Markt drauf an. Punkt. Und dann hilft da echt mitgehen, einfach nur halt, nicht dagegen stellen. So, und deswegen würde ich schon sagen, wenn wir ein deutliches Abwärtsgap kriegen im Markt, und das bahnt sich momentan zumindest ein bisschen an, also zumindest notiert der DAX etwa auf dem Niveau gerade, sollte der unter 6,60, unter 6,40 eröffnen, könnte das dann schon ein bisschen mehr drücken halt, ne? Dann könnte schnell wieder an die 5,70 runtergegeben werden. Und wenn da vielleicht dann die ersten Leute schon alle long reinklopfen von den Privatanlegern, die ja unterm Strich eher mehr falsch liegen als richtig, wäre dann hier eben auch so ein Po Sprung bis 400, 370 wichtig. Ja, also ich würde für mich persönlich schon eher so die 640, 650 als Short-Trigger mit dem 660, 640 vielleicht, ja. Das wäre für mich jetzt zum Montag so ein bisschen mein Short-Trigger. Darunter würde ich mich versuchen, Richtung 570 zu orientieren und unter 570 einfach Richtung 470, da ist noch ein offenes Xetra-Gap, und dann eben den Bereichen hier um 400 bis 370, 360, ja. Das wären dann so unten raus die Zielzonen. Macht der DAX das aber nicht und drückt sich nach oben, dann muss man ihm den Raum geben. Dann muss man ihm den Raum geben bis 12, 8, 70, hier wieder oben in die Hochs rein. Dann mal gucken, wie er sich schlägt, insbesondere wann er auch da ankommt halt, ne? Ist immer so, Montagvormittag ist halt, oder Montagfrüh, insbesondere so die ersten 2 Handelsstunden, ist halt oft auch einfach viel so reingeklopfe in den Markt halt, ne? Da positionieren sich alle die für die Woche irgendwelche Positionen noch reinlegen müssen, und dann ziehen sie sich wieder zurück, machen den Rest der Woche Bildschirme aus halt, ne? Das heißt, dort habe ich keine klaren Trendstrukturen, weil die Anleger einfach nur reinwerfen. Das ist meist erst so nach 9:30 Uhr, 10 Uhr, dass der Markt wirklich dann so eine Tendenz auch richtig bekommt halt, ne? Und wenn er nach 9:30 Uhr, nach 10 Uhr sich weiter hochschiebt, dann glaube ich schon, dass der Markt ähnlich wie letzte Woche sich hier durchaus am Montag noch eine Bewegung rausziehen kann. Und die wird sich an dem von der letzten Woche orientieren, von dem, was wir Freitag, Montag da eben entsprechend gesehen haben. Die Bewegung zum diesem, die, also den letzten Freitag war jetzt nicht ganz so stark, die Reversal-Bewegung, ne? Also von der Spanne wie am Freitag davor. Deswegen könnte ich mir nicht vorstellen, dass es richtig rein knallt, sondern dass er eher früher ein bisschen zurücksetzt, also nicht so krass durchzieht, sondern deutlicher rücksetzt. Aber für mich wird wirklich wichtig, was macht dann nach 39, was macht dann nach 10 Uhr? Wenn der sich da aufwärts sucht, kann der den bis in Dienstag rein locker noch nach oben durchziehen. Ja, und dann würde ich, auch wenn ich ihn selber lieber unten haben will, das einfach zurückstellen und versuchen, mich hier oben rein ein bisschen Richtung 13.000 einfach zu positionieren halt, ne? Immer versuchen, an den kleinen Teilstrecken hier ein bisschen was mitzunehmen, Rücksätze einzuplanen, insbesondere aus dem Bereich 8,70. Und dann wäre das so
das, wie ich jetzt da rangehen würde wollen halt, ne? Ansonsten ist der Bereich zwischen 6,50 und ich sag mal 7,75, 6,40, 7,75, das ist schon eher so eine Schiebezone, das könnte auch einfach nur seitwärts werden halt, ne? Wenn er da nicht oben und nicht unten rauskommt, das würde ihm durchaus zustehen, da hier auch einfach noch ein bisschen zur Seite rumzufummeln. Da wir aber, wie gesagt, die News mit drin haben und das durchaus, also nicht, weil ich jetzt News mit einbeziehe, aber bestimmte Nachrichten haben halt einfach den Charakter, mehr zu erwirken. Und wenn irgendwas mit dem Präsidenten ist, dann ist das eher mehr Kategorie, kann auch ein bisschen mehr passieren halt, ne? Mal völlig egal, was es ist und ob er Schnupfen hat oder nicht oder ob das nur Show ist oder inszeniert. Ja, aber da werden Leute jetzt da sitzen und werden sich denken, warum tut er das? Was macht er? Setzt er sich morgen hin und sagt, ey, ich habe ein ungetestetes Medikament für euch alle getestet, es hat funktioniert, ich bin geheilt, wir haben einen Impfstoff. Nein, was glaubt ihr, was mit dem Markt passiert? Was glaubt ihr aber, was passiert, wenn es den Jungen einfach mal hinrafft jetzt? Wenn er wirklich ernsthafte gesundheitliche Probleme bekommt, dann ist da auch eine gewisse Unsicherheit im Markt, ne? Wer macht da jetzt wo, was, wie? Wie geht's mit Corona weiter? Gibt es dann jetzt einen Lockdown, wenn es einen Präsidenten umnietet? Ne, also da ist einfach ein bisschen, ja, Präsenz wieder drin halt, ne? Da ist Unruhe, Nervosität, Unsicherheit vielleicht auch drin und das wird man in den Bewegungen sehen. Und deswegen sollte man sowas schon mit im Hinterkopf behalten, dass da eben was Größeres ansteht. Das ist auch wie, wenn, ich sag mal, größere Notenbankveränderungen anstehen, ja, wenn sich da irgendwelche Kurse ändern, das hat schon Auswirkungen. Ich würde mich nie hinstellen und sagen, weil jetzt die Nachricht so ist, handle ich in die Richtung und weil die Nachricht so ist, handle ich in die Richtung. Damit habe ich abgeschlossen. Das ist für mich nichts, was mir irgendjemand belegen kann, was klappt. Selbst mit ökonomisch nachvollziehenden Sachen in Bezug auf Euro-US-Dollar, wo man sagt, okay, wenn sich hier Geldmenge dort erhöht und dort senkt, muss das so. Ich, für mich nichts. Ich sage mir nur, ich gucke auf Nachrichten nur um die Art zu erkennen, um ermitteln zu können, wie groß die Intensität der Bewegung ist. Wohin die aber geht, das hole ich mir aus dem Markt raus. Das hole ich mir aus den Bewegungen, aus den Kerzen, wie ich es sicher sehe. Und das kann ich nur empfehlen. Das funktioniert wesentlich besser, als wenn man sich hinsetzt, naja, ich gehe jetzt long, weil Trump bestimmt jetzt mehr, ich sag mal, Stimulus freigeben wird, in dem Moment, wo es ihn jetzt selber damit erwischt hat, halt, ne? So, also. Das soweit meine Betrachtungsweise. Wir können auch kurz im Tageschart gucken. Sie sehen hier eine grüne Tageskerze, die ist halt so ein bisschen so eine kleine Witzkerze. Tagesschluss unterm vorherigen Tagesschluss. Tja, was ist das? Das sieht ein bisschen deplatziert aus. Also an sich eine Umkehr, soll eine Umkehr anzeigen, aber die würde ich erstmal noch zurückstellen. Da würde ich wirklich sagen, da will ich auch ein bisschen nach oben sehen und dann kann der DAX durchaus hier im Bereich um 13.100 schon wieder hochlaufen halt, ne? Hier in das Kreuz rein. Das wäre legitim und ansonsten klapperte die Kerzen nach unten wieder kaputt. Dann wäre für mich der Bereich um 12.400 hier ganz interessant. Das wäre auch das untere Band. Da sehen wir, das passt ganz gut auf den 2-Stunden-Chart und eben hier 200-Tage-Linien. Die bleiben weiterhin wichtiges Kursziel von oben. Das ist einfach immer so. Das hat jetzt nichts mit spontanen Ergüssen oder neuen Erkenntnissen zu tun. 200-Tage-Linien bleiben immer interessant für den Markt. Ja, also das nehmen wir einfach nochmal mit. Der Kaibruch ist ja so gesehen auch noch aktiv, auch wenn er kaum Dynamik entfalten kann. Auch wenn es den DAX jetzt hier runterklappert und an der Kerze vorbeischiebt. Also ich sag mal, 12.400 wäre jetzt hier nicht unrealistisch. Auch im Bereich vom 2-Stunden-Chart war das ja auch ableitbar. Dort hat man aber gesagt, sollte man halt ein Unterbieten von A 6,40 und B 5,70, 5,30 dann auch entsprechend noch abwarten. So. Dann haben wir die Optionsscheine noch, beziehungsweise die K.O.-Scheine. Ich würde es weiter bei denen belassen, erstmal unterhalb der 12.000 Absicherung für den Long, weil ich nach wie vor denke, auch mit der 200-Tage-Linie da unten, ich würde mich nicht wohl dabei fühlen, ihn einzuschicken mit 12.200, 12.150 K.O. oder sowas, deswegen unter der 12.000, weil für mich könnte halt von den 200-Tage-Linien auch, selbst wenn er jetzt richtig schwach ist und schwach in die Woche startet, den 200-Tage-Linien trotzdem noch hochdrehen. Und da würde ich dann, wäre es dann schade, wenn man dort ein K.O. in die Tonne getreten hätte. Und auf der anderen Seite denke ich schon, wenn er unter 12.000 fällt, würde er auch tiefer fallen. Das ist oben ähnlich halt, ne, in dem Moment, wo er oben hier natürlich die alten Hochs überbietet
Boah, den Kanal verlässt, das ist so für mich so ein Punkt, wo ich sage, dort würde ich dann selber auch halt eben von Short spätestens auf, also von Short-Ansichten auf Long-Ansichten gehen, auch wenn ich niemals bis hierhin mein Short so halten würde, als K.O.-Schein hier, wenn da oben der K.O. liegt. Nur grundsätzlich so von der Herangehensweise, ich würde halt hier oben stärker Long suchen einfach. Und hier unten wäre halt noch so die Option, dass er vielleicht so einen Fehlausbruch macht und dann nochmal nach unten wegschmiert. Von daher einfach dort die entsprechenden Niveaus würde ich damit so beibehalten. Trotzdem sind die dafür da, damit man in den Aufwärtsstrecken aufwärts handelt und in den Abwärtsstrecken abwärts. Ne? Also es ist nicht vorgesehen, dass sie, wenn der Markt steigt, eben dann die großen K.O.s hier nach, also dass sie sich den hier alle paar Punkte reinkaufen, wenn der Markt steigt. Das ist halt gegen den Trend halt. So soll es nicht sein. So ist es nicht gedacht halt. Ne? Also, da ruhe ich dann auch mal, wenn sie merken, der läuft nicht, das läuft nicht für sie. Von Verlusten zügig trennen, Gewinne vielleicht ein bisschen länger versuchen zu halten. Ne? Damit man nicht immer nur fettes Minus drin hat und kleine Gewinne. Das ist halt auch nicht gesund halt. Ne? Es darf gerne ausgewogen sein. Es muss nicht immer, wie es im Lehrbuch steht, dass sie doppelt so hohen Gewinn haben wie Verlust. Aber ich glaube, so Richtung 1-1 sollte es zumindest mal gehen halt, ne? Sonst wird man auf Dauer keine Freunde am Trading haben. Gut, okay. Dann habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte, sagen kann und sagen möchte. Dann bleibt mir nur übrig, Ihnen einen wunderschönen Wochenstart zu wünschen und viel Erfolg. Holen Sie schön was aus dem DAX raus und denken Sie immer an die Messergeschichte, ne? Schön an der Seite stehen bleiben und rausschneiden, wenn er genau das macht, was Sie gerade haben wollen. Ne? Machen Sie sich nicht zum Opfer, rennen Sie dem nicht hinterher und lassen Sie sich von dem nicht nackig machen, sonst der nimmt Ihnen alles, bis auf die Buchse. Der kennt keine Gnade, kennt er. Der macht Sie so dolle nackig, bis Sie nichts mehr haben halt. Ne? Und deswegen sollten Sie immer in der Kontrolle und sollten immer der Überlegenere bleiben halt, ne? Damit Sie nur das machen, was sie auch tatsächlich machen wollten. Da gehört dazu, dass man sich natürlich erstmal einen Plan macht, was man machen will. Und da sollte jeder schon alleine mit dieser Analyse dann anstellen. Sich für sich wichtige Marken rausschreiben, für sich wichtige Bereiche rausschreiben, eine gewisse Grundidee, wo will ich wo, wie, wann, wie handeln. Und ich glaube, wenn man damit schon mal anfängt und dann noch versucht, ein bisschen die Verluste einfach konsequent ein bisschen zu eliminieren, dann ist man auf dem richtigen Weg und wird hier irgendwann in naher Zukunft auch mal Licht am Ende des Tunnels sehen, wenn man es denn noch nicht gesehen hat. Gut, insofern bin ich mit meinen Weisheiten jetzt, mit meinen Weisheiten am Ende. Ich wünsche viel Erfolg und bis morgen.